Seit der Heuernte ist da. Der junge Bauer Walter Volkart hat seine Maschinen rechtzeitig bereitgestellt. Vor dem Wegfahren versieht er den Motormäher mit frisch geschliffenen Mähmessern. Der Motor am Bucher K3 lässt sich nicht lange bitten. Ein Kick und er läuft. Fast hätte der junge Bauer sein Znünikörbli vergessen. Da erscheint noch rechtzeitig sein Töchterchen Vreneli, damit unter der Haustüre. Auf Wiedersehen, Vreneli. Ciao, Papa. Jetzt geht's aber los aufs Feld. Noch ein letzter Abschiedsgruß. Heute ist der 6. Juni. Das Barometer und Radio Beromünster haben eine Schönwetterperiode angezeigt. Tausende von Mähmaschinen, Motormähern und Traktoren lassen heute und in den nächsten Tagen ihre blitzenden Messer spielen. Unterwegs begegnet der Motormäher seinem großen Bruder, dem Vierrad-Traktor. Weil der Weg weit ist, reitet Walter Volkart bequem auf dem Sitzwagen mit. Das Sträßchen wird steiler, aber im flotten Tempo steuert der Bauer sein Gefährt der Wächtelenwiese entgegen. Diese Wiese liegt 4 Kilometer vom Hof entfernt, hoch auf einem Plateau auf den Hängen der Lägern. Der lange Zufahrweg ist jedoch rasch zurückgelegt, dank dem speziell schnellen Straßengang, mit dem der Motormäher ausgerüstet ist. Die Höhendifferenz ist überwunden, das Hochplateau ist erreicht und nun geht's ebenen Weges zur Wächtelen. Vorne am Motormäher ist ein neuartiges Anbaugerät angebracht, das auf den Namen Motorheuer getauft wurde. So, nun sind wir bereits am Ziel angelangt. Der erste Arbeitsgang ist natürlich das Mähen. Darum muss der Motorheuer abgebaut und an seiner Stelle das Mähwerk montiert werden. Das geschieht sehr einfach und praktisch so. Ein Griff und ein Zug und der Sitzwagen ist weg. Der Motorheuer wird in die vorteilhafteste Ruhestellung gebracht. Hinten wird der Motormäher abgestützt. Alle Anbaugeräte sind durch 2 praktische Schwenkschrauben mit dem Motormäher verbunden. Jetzt Stütze wieder weg, Rückwärtsgang einschalten und nun wird der Motormäher zum Mähwerk geführt. Beim Zusammenfahren kuppelt sich die Zapfwelle des Motormähers automatisch mit der Gerätewelle und jetzt werden die Schrauben wieder angezogen. Bevor er mit der Mäharbeit beginnt, überblickt der junge Bauer das Feld und überlegt sich, wie er dieses arbeitstechnisch am besten aufteilt. Wo sind die Marksteine oder andere Hindernisse? Diese Wiese hat Walter Volkart letztes Jahr erworben. Wir wollen nun dabei sein und miterleben, wie der junge Bauer mit seinem Motormäher und dem Motorheuer hier die verschiedenen Arbeitsgänge der Heuernte bewältigt. Ein wenig Fett oder Öl auf die Gleitflächen des Mähmessers verringert den Reibungswiderstand und den Materialverschleiß.
Aha, da ist einer gekommen, der es wissen will. Es ist der Lindenhofbauer. Sauber schneidet das flinke Mähmesser das Gras. Weder Steine noch Mäusehaufen können die rasch vorrückende Arbeit beeinträchtigen. Dafür sorgt eine sinnreiche Vorrichtung, die die Bezeichnung Klingenschutz trägt. Der Klingenschutz gewährleistet ein störungsfreies Mähen und setzt den Verschleiß der Mähbalkenteile auf das Minimum herab. Je ruhiger das Mähwerk bei hoher Messergeschwindigkeit durch das Gras gleitet, desto exakter und sauberer ist der Schnitt. Mähwerk und Maschine sind beim K3 wie aus einem Guss. Zum letzten Mal lascht eine Biene den süßen Nektar aus diesen Blüten. Misstrauisch und doch höchst neugierig beobachtet der Lindenhöfler seinen jungen Berufskollegen bei der Arbeit. Die Kopfbewegung verrät die rasche Arbeitsweise des Motormähers. Die auf Gummi gelagerten und schwingungsbegrenzten Steuerholme des Motormähers gestatten ein bequemes und müheloses Führen der Maschine. Was geht wohl in diesem Kopf vor? Wo ist der Lindenhofbauer mit seinen Gedanken? Natürlich, da haben wir's. So stand er einst in Reih und Glied im taufrischen Gras am Morgen in aller Herrgottsfrühe. 4, 5 und 6 Manns hoch wurden die Sensen im Schwung geführt. Intakt wurde gemäht. Intakt wurden die Sensen gewetzt. Einen solchen Handarbeitsaufwand kann sich heute kein Bauer mehr leisten. Tief in Gedanken versunken, verlässt der Lindenhofbauer die Wächtelnwiese. Vielleicht hat sich das Rad des technischen Fortschritts für ihn zu schnell gedreht. Vielleicht denkt er an die Zeiten, wo der bäuerliche Arbeitstag noch 15 bis 17 Stunden dauerte. Walter Volkart hat inzwischen die Mäharbeit beendet. Er ist auf sich allein angewiesen. Anstelle des Mähapparates hat er nun für die nachfolgenden Arbeiten den vielseitigen Motorheuer montiert. Die Federzinken des Motorheuers sind aus einem erstklassigen Material hergestellt. Sie passen sich gut den Bodenunebenheiten an und federn immer wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück, ohne sich zu deformieren. Dazu werden sie durch kräftige, unzerreißbare und unverstreckbare Stahlrollenketten geführt. Die erste Arbeit mit der neuen und vielseitigen Erntemaschine ist das Zetten des Grases. Keine noch so flinken Menschenhände könnten die Zettarbeit mit der Gabel so schnell und zugleich in dieser Qualität ausführen. In wahrhaft flottem Tempo, bequem durch einen einzigen Hebel gesteuert, folgt die Maschine den Grasschwaden. Da der Motorheuer eine Arbeitsbreite von 1,60 Meter aufweist,
werden in einem Durchgang zwei Schwaden gefettet. Der nächste Arbeitsgang ist das Wenden des Futters. Das Arbeitsgerät lässt sich auf einfache und praktische Weise den Zustand des Futters und der auszuführenden Arbeit anpassen. Die seitliche Arbeitsweise des Motorheuers erweist sich bei der Wendearbeit als besonders vorteilhaft. Der Boden wird bei jedem Durchgang um eine Arbeitsbreite freigelegt. Dieser abgedeckte Streifen trocknet rasch ab, bis das nächste Futter auf ihn zu liegen kommt. Dadurch wird natürlich der Dörrprozess beschleunigt. Beachten Sie auch hier die tadellose Arbeit. Dabei übertrifft die Leistung des Motorheuers diejenige einer ganzen Kolonne von Handarbeitern. Gleichmäßig ausgebreitet und locker liegt das Futter da. Für den nächsten und letzten Arbeitsgang am heutigen Tage wird der Motorheuer mit einem Schwarzblech versehen. Bevor die Feuchtigkeit eintritt, soll das angedörrte Futter zu Schwädli aufgerecht werden. Dank der großen Leistungsfähigkeit des Motorheuers ist auch diese Arbeit rasch erledigt. Einer allein macht alles. Willig und augenblicklich gehorcht der Motorheuer samt der antreibenden Maschine jeder Bewegung des Steuerhebels. Locker und vollkommen ungezopft sind die Motorheuerschwädle, sodass sie sich später wieder gut breitstreuen lassen. Der Motorheuer arbeitet, vielleicht haben Sie sich das schon überlegt, nach dem gleichen Prinzip wie der Handrechen. Doch ist seine Leistung unvergleichlich viel größer und die Maschine kennt keine Müdigkeit. Rasch reihen sich Schwädli an Schwädli nebeneinander. Die Schatten sind inzwischen länger geworden. Die Sonne ist am Horizont verschwunden. Der heutige Tag, der 6. Juni, geht langsam zur Neige. Längst ist Walter Volkrat zu Hause und genießt den Feierabend mit der Familie. Mit den am ersten Erntetag geleisteten Arbeiten ist er sehr zufrieden. Er hat gemäht, gezettet, das bereits angedörrte Futter gewendet und nachher gemädelt. Dem 6. Juni folgt der 7. Der neue Tag erwacht. Zum ersten Male lächelt die Sonne heute, bevor sie uns ihre ersten Strahlen sendet.
Sobald der Boden einigermaßen abgetrocknet ist, setzt Walter Volkart die Erntearbeiten auf der Wächterlenwiese fort. Mit offensichtlichem Vergnügen und beinahe spielerisch steuert er wieder den Motor heuer. Jetzt geht es darum, das gestern gemädelte Futter wieder breit zu streuen. Diese Arbeit konnte man bis vor kurzem nur mühsam und zeitraubend von Hand in guter Qualität erledigen. Jede Schönwetterminute ist kostbar und soll ausgenutzt werden. So spart der Motorheuer wertvolle Zeit und noch wertvollere Menschenkraft. Er hilft, den Dörrprozess beschleunigen und die Qualität des Futters zu verbessern. Es ist zweifellos eine der segensreichsten Maschinen, die die Landmaschinenkonstrukteure in den letzten Jahren entwickelt haben. Hätte diese vorteilhafte Maschine nicht schon längst erfunden werden müssen? Jetzt haben wir einen Sprung von den Lägern ins Emmental gemacht. Hier arbeitet Hans Hess mit dem Motorheuer. Er hat zwar die Maschine erst vor einigen Tagen erhalten, doch versteht er bereits recht gut, mit ihr umzugehen. Wo die Geländeverhältnisse das Ringsumfahren nicht erlauben, fährt man mit der Maschine hin und her. Das Rückwärtsfahren bietet nach einiger Übung absolut keine Schwierigkeiten. Die einfache, niedere Bauart des Motorheuers gewährleistet eine tadellose Übersicht, eine maximale Handlichkeit und eine gute Standfestigkeit am haltigen Gelände. Bei Hanglagen bis zu 35% Steigung arbeitet man quer zum Hang und bei größeren Steigungen in der Falllinie. Dass speziell der Bergbauer von den großen Vorteilen des Motorheuers profitieren kann, ist besonders erfreulich. Und nun sind wir wieder zu Walter Volkart auf die Wächterlenwiese an die Lägern zurückgekehrt. Inzwischen ist auch er damit beschäftigt, das Dürrefutter zu Aufladeschwaden aufzurechnen. Weil die Ketten und die Federzinken elastisch sind, können sie sich sehr gut dem Boden anpassen. Darum leistet die Maschine eine außerordentlich saubere Rechenarbeit. Die Zinkengruppen schieben das Futter locker an die Schwad. Das Schwadblech ist jetzt nicht mehr erforderlich. Die lockeren, ungezopften Schwaden lassen sich gut mit der Gabel zusammenstoßen und aufladen. Auf ebenem Gelände, bei längeren Feldern, wie es hier der Fall ist, könnte die Bedienungsperson ohne weiteres auf dem Sitzwagen mitreiten. Walter Volkart sieht es aber offenbar vor, mitzulaufen. Hätte man noch vor kurzer Zeit behauptet, dass es bald eine kleine, handliche und preislich für jeden Bauer erschwingliche Maschine geben werde, mit der man zusammen mit dem Motormäher alle Erntearbeiten vom Mähen bis zur aufladebereiten Schwad einwandfrei erledigen könne, wäre man wohl als Märchenerzähler verdächtigt worden. Heute ist die Maschine da und der Leitgedanke ist zur Tatsache geworden. Einer allein macht alles. Thank you.
Musik.